Grüße ich Sie alle sehr, sehr herzlich zu dieser Studienvorstellung. Ursprünglich war natürlich etwas anderes geplant. Wir wollten eine große Studie vorstellen zum Thema Seenotrettung in Berlin, in unserem Konferenzsaal, mit Debatte, mit Diskussion und Empfang öffentlicher Aufmerksamkeit. Die Corona-Pandemie hat uns sowohl inhaltlich als auch vom Ablauf her einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für uns als Heinrich-Böll-Stiftung erschwert die Corona-Pandemie natürlich, wie für viele andere auch, die Arbeit, verkompliziert das. Wir leben davon, dass wir im direkten Austausch sind als politische Bildnerinnen und Bildner mit Menschen. All das ist jetzt im Moment nicht möglich. Und dennoch ist uns bewusst, in welch privilegierter Position wir uns befinden. Die meisten von uns müssen nicht um ihre Existenz fürchten, die meisten von uns müssen nicht um ihr Leben fürchten, sondern leben in einem Land, das aller Voraussicht nach diese Krise sehr gut oder gut überstehen wird. Ganz anders sieht natürlich die Situation aus für Menschen, die gerade im Moment versuchen, vor Krieg, vor Verfolgung, vor Hunger nach Europa zu flüchten. Oder Menschen, die aus anderen Gründen nach Europa migrieren wollen. Sie sind den Gefahren und den Folgen dieser Krise schutzlos ausgeliefert. Denn die Covid-19-Pandemie hat ja nicht nur zu Reisebeschränkungen für Europäerinnen und Europäer geführt, sondern auch zur Schließung der europäischen Außengrenzen mit schwerwiegenden Folgen für die in Not geratenen Menschen. Ein Beispiel ist Malta. Malta hat seine Häfen für Rettungsschiffe geschlossen und sogar libysche Fischer beauftragt, Flüchtlingsboote zurück nach Libyen zu bringen, wo den Insassen Folter und Misshandlung drohen. Das widerspricht internationalem Recht. Mehr als 19.000 Menschen, wir erinnern uns, sind in den letzten 6 Jahren bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, gestorben. Seit März 2019 sind weder europäische, EU- oder nationale Such- und Rettungsschiffe im Einsatz, um weitere Tote oder beziehungsweise Lebende aus dem Mittelmeer zu retten und Tote zu verhindern. Dieser Zustand ist nicht nur anhaltend politisch und ethisch untragbar, er muss aufhören. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung sind sehr intensiv seit sehr vielen Jahren am Thema Flucht, Asyl, Migration, einschließlich dem Thema Seenotrettung dran. Wir haben vor, als die Einwanderungswelle 2015 auf ihrem Höhepunkt war, eine Kommission einberufen, die sehr valide Vorschläge gemacht hat zu allen Bereichen der Flucht- und Migrationspolitik. Wir haben im Moment einen Weg gewählt, in dem wir versuchen, über kommunale Verantwortlichkeit nach Wegen zu suchen, die feststeckende europäische Flucht- und Migrationspolitik zu aktivieren. Und wir haben mit unserem Brüsseler Büro eben im Januar eine Studie vorgestellt, von der Sie jetzt sozusagen die zweite Ausgabe sehen. Und diese zweite Ausgabe, das Update dieser Studie, der jetzt auf Deutsch der Titel »Geschlossene Häfen, unseriöse Partner«, die EU-Politik der Auslagerung von Verantwortung im Mittelmeerraum. Der Kern dieser zweiten Auflage ist, zu sagen oder herauszufinden und juristisch zu bewerten, aber natürlich im Endeffekt auch politisch zu bewerten, ob die im Rahmen der Pandemie getroffenen Maßnahmen in Einklang mit europäischem und mit internationalem Recht stehen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir die Autorinnen und Autoren dieser Studie hier heute befragen können und dass sie uns das persönlich vorstellen. Und deswegen danke ich ganz herzlich Frau Anushi Farahat und Nora Markert, den Autoren der Studie. Und ich danke Dr. Neil Falzon und Erik Marquardt dafür, dass Sie, Herr Falzon, dass Sie aus Malta sich zugeschaltet haben, mit uns zu diskutieren, und Erik Marquardt für sein Engagement im Europaparlament in dieser Sache.
Und natürlich danke ich unserem Büro in Brüssel und namentlich Anna Schwarz, die als Koordinatorin für Global Transformation Programme auch die Moderation und die Verantwortung für diese Veranstaltung übernommen hat. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das, was wir von euch jetzt zu hören bekommen. Anna, ich übergebe dir das Wort und danke herzlich. Herzlichen Dank, Ellen. Bevor ich in das Inhaltliche einsteige, unsere Panelisten für heute Abend vorstelle und die Debatte beginnt, möchte ich Ihnen gerne noch ein paar technische Hinweise geben. Wir haben die auch schon in den Chat geschrieben, aber nur noch einmal ganz kurz. Diese Veranstaltung wird Deutsch und Englisch simultan übersetzt. Sie können unten an der kleinen Weltkugel, die Sie in der Taskleiste haben, auswählen, welche Sprache Sie hören möchten, Deutsch oder Englisch, oder auch keine Übersetzung, wenn Sie beide Sprachen sprechen und verstehen. Des Weiteren haben wir eine Q&A-Sektion, eine Frage- und Antwort-Sektion, die Sie auch unten in der Taskleiste finden. Sie können dort Fragen in Englisch oder Deutsch stellen und auch diese Fragen bewerten, sodass die weiter hochrutschen und es wahrscheinlicher ist, dass wir sie aufnehmen. Und es wird auch die Möglichkeit geben, mündlich Fragen zu stellen. Dafür müssen Sie sich melden. Und zwar finden Sie auch dort unten in der Taskleiste eine kleine Hand, die Sie drücken müssen. Und dann rufen wir Sie auf und erklären, wie das weitergeht. Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Das ist ja auch wichtig zu wissen. Und ein letzter kleiner Werbeblock. Wir freuen uns, wenn Sie tweeten oder auf Facebook über die Veranstaltung schreiben oder auf welchem Social Media Kanal Sie auch immer möchten. Dieses Papier, was wir heute vorstellen, Closed Ports, Dubious Partners, ist, wie Ellen schon gesagt hat, ein Update einer Studie, die wir bereits im Februar vorgestellt haben, in der sich Anushi Farahat und Noura Markhardt mit der Frage beschäftigt haben, ob die nordafrikanischen Staaten sogenannte Places of Safety, sichere Orte sind, und einige weitere Fragen, die daraus resultieren, beleuchtet haben. Ich schicke Ihnen jetzt über den Chat einmal den Link zu dieser Studie. Und jetzt vor dem Hintergrund eben der aktuellen Entwicklung, die Ellen auch schon skizziert hat, haben wir uns eben entschieden, die beiden zu bitten, diese spezifische Situation noch einmal zu analysieren und uns da eine Bewertung zu geben. And now I want to welcome our speakers for tonight's debate. I'm very, very delighted to welcome you all. First of all, I want to welcome Anushi Farahat. She is a professor of public law, migration law, and human rights law at the University of Erlangen-Nuremberg. She also leads an Emmy-Noether research group on the role of constitutional courts in transnational solidarity conflicts in Europe. She publishes very widely on issues of European and German constitutional law, as well as German and international migration and citizenship law, international human rights law, and comparative constitutionalism. Our second panelist is Noura Markhardt. She, as well as a professor of international public law and international human rights at the University of Münster. She is the vice president of the Gesellschaft für Freiheitsrechte and advises the European Center for Constitutional and Human Rights on its migration and gender litigation. She as well published very widely on international and constitutional law issues with a focus on inequality and forced migration.
Our second panelist is Erik Marquardt. He is a member of the European Parliament and the spokesperson of the German Greens in the European Parliament on asylum and migration. Before he engaged in politics, he was a photojournalist and did many documentaries of the situation of refugees on the Balkan route, but as well in Greece and in the Mediterranean. He has also been involved in rescuing people in the Mediterranean and supports NGOs engaged in search and rescue. Neil Fazon, last but not least, is the co-founder and director of the Maltese Aditius Foundation, a human rights NGO working towards a society where all persons may enjoy all their fundamental human rights and have access to remedies where necessary. And previously, Neil has been heading the Maltese Office of Amnesty International as well as the Office of the UNHCR in Malta. And with this, I would like to hand over to Noura and Anoushi, who will present the paper. Introduce some legal basics that are going to be necessary to understand the main points that we will make. First, the law of the sea. On the right, you see a map of search and rescue zones in the Mediterranean. The land mass is actually yellow. That's a bit disorienting at the beginning. So the law of the sea contains a duty to rescue persons from distress at sea, and it also requires that survivors are disembarked in a place of safety. And this is what we examined in our first study. A place of safety is defined as a place where the survivor's safety of life is no longer threatened and where their basic human needs, such as food, shelter, and medical needs, can be met. It is also a place where there is no risk of persecution or refoulement. Two points are important here. One, as you can see, Malta has not ratified this definition of places of safety in 2004, and it contests the last element, the absence of persecution or refoulement. And two, the law of the sea does not designate a specific place of safety. So there needs to be one, but it doesn't say which one. Finally, just some very, very short basics on human rights law. The European Convention on Human Rights contains the obligation of non-refoulement. That means that no one may be sent back to a place where they risk torture or inhuman or degrading treatment. Under the Refugee Convention, it's the risk of persecution. The European Convention also requires that states protect the rights of individuals against foreseeable threats to the extent that they are able. However, these obligations only apply if the person in question is under the jurisdiction of the respective state. And this is the case if a person is either on the state's territory or if that person is otherwise under its effective control. For example, because this person is taken on board by a state vessel during a search and rescue operation. In such scenarios, the European Court of Human Rights has decided that the convention also applies at high sea. And on the law of the sea and the human rights law. And with that in mind, let's look at part one of our study, closed ports, and I'm handing over to Anoushi. Okay, so I'm going to talk about what happened recently. So on the 8th of April, the Maltese government communicated in a declaration sent to the European Commission that considering the situation of a public health emergency resultant from the spread of the coronavirus and the current extraordinary burden being faced by the National Health Services, the Maltese authorities are not in a position to guarantee the rescue of prohibited immigrants on board of any boats, ships, or other vessels, nor to ensure the availability of a safe place on the Maltese territory to any persons rescued at sea. The Maltese government also argued that any person rescued at sea must be protected from any threats to their life and must also have their primary needs fulfilled, including access to fundamental services in terms of health, logistics, and transport, which Malta would not be able to guarantee at the moment. A day earlier, Italy passed a decree declaring that for the duration of the national COVID-19 health emergency,
The Italian ports did not fulfill the criteria of places of safety for the purposes of search and rescue conducted by vessels outside the Italian search and rescue zone. Italy and Malta have thus effectively closed their ports for migrants rescued at sea. This means that NGO vessels involved in search and rescue missions in the Mediterranean are unable to disembark the survivors in Italy and Malta. This slide shows two NGO vessels that were affected by the recent policy in early April, the Alancudi above and the Aita Mari below. Following SAR rescue operations, both ships were denied access to Italian ports and Malta refused responsibility for the 193 survivors. An almost two-week standoff followed, during which several passengers had to be evacuated with health emergencies. Italy finally transferred the survivors onto an Italian passenger ship and put them into a 14-day quarantine off Palermo. Both ships remain detained in Palermo because of alleged defects affecting safety on board. Now, are Italy and Malta allowed to just close their ports under international law? As we have already seen, and Nora told us again, the law of the sea requires that survivors are delivered to a place of safety, but it does not designate a specific place of safety under the law of the sea. States are in principle not obliged to allow the disembarkation of rescued migrants. This is not the end of the story, though. The sovereign powers of the states are also limited by other legal regimes, most notably international health law and international human rights law. One such instrument are the international health regulations, which are legally binding. In these regulations, the WHO aims at effectively preventing the spread of a disease in ways which avoid unnecessary interferences with international traffic and trade. In relation to sea traffic, the regulations provide that a ship shall not be prevented for public health reasons from calling at any point of entry. The regulation also protects free pratique, that is, the embarkation and disembarkation of passengers, as well as the loading and unloading of cargo. Specifically, they provide that ships shall not be refused free pratique by state parties for public health reasons. In particular, they shall not be prevented from embarking or disembarking. What states can do is subject ships to inspection and, if necessary, to disinfection and decontamination. If states wish to take more restrictive measures aiming at higher protection standards, such measures shall not be more restrictive of international traffic and not more invasive and or intrusive to persons than reasonably available alternatives that would achieve the appropriate level of health protection. This means that where scientific evidence that quarantine is enough is available, further restrictions on international traffic, such as port closures, are not permissible. As we saw in the case of the Alancudi and the Aita Mari, when it comes to COVID-19, survivors can simply be kept in quarantine either on the rescue ship or on another vessel. That means that in case of COVID-19, complete port closures for SAR missions are not necessary to protect public health in the coastal state. State sovereignty over immigration is also limited by human rights obligations. In our first study, we argued that search and rescue coordination constitutes exercise of jurisdiction over the persons in distress. That means that SAR states have the obligation to respect their human rights, including non-refoulement, and to protect their right to life and basic well-being. These obligations also apply in times of a pandemic. The European Convention of Human Rights does permit derogations from its obligations in cases of public emergency threatening the life of the nation. Some convention states have declared such a derogation because of COVID-19, but Italy and Malta are not among them. In any case, outside war, derogations are not permitted from the right to life and from non-refoulement.
This means that Italy and Malta have to comply with their human rights obligations when they coordinate rescue operations in the Mediterranean. Crucially, their port closures effectively result in blanket entry bans, and such bans are incompatible with the principle of non-refoulement. UNHCR has therefore pointed out that while states are entitled to take measures to ascertain and manage risks to public health, imposing blanket measures to preclude the admission of refugees or asylum seekers without evidence of a health risk and without measures to protect against refoulement would not meet international standards. It also emphasized that any restriction must be limited to what is necessary for managing the identified health risk. Finally, EU asylum law applies at the border. This means that when rescued migrants are approaching the territorial waters of EU member states, and where there is any indication that they may wish to make an application for international protection, the Asylum Procedures Directive obliges the member states to actively provide information on the availability of asylum procedures. Summing up, by effectively closing their ports for any person rescued at sea during a SAR operation coordinated by Malta or Italy, both countries therefore violate their obligations under international health law, international human rights law, and EU asylum law. So coming to part two of our update, this image shows a fishing vessel that picked up, that picked up 56 migrants in distress in the Maltese SAR zone in the early hours of the 14th of April, after seven people had already died trying to reach a merchant ship. The Maltese authorities had already been informed of the distress situation a full 4 days earlier, both by a Frontex aircraft and by the NGO alarm phone. The boat they finally ordered to the scene, this boat here, turns out to be the Mei Yemanja, which is also known as Dar al Salam. It is owned by a Maltese businessman with shady ties to Libya, and it flies the Libyan flag. This vessel, which had disabled its tracker, took the survivors to Libya, where they were taken into detention. Five more passengers died on the journey. This image shows some of the survivors aboard the ship in the port of Tripoli. Malta soon confirmed having coordinated the rescue and disembarkation in Libya. And this actually appears to be a new modus operandi for Malta. Instead of sending their own rescue services, Malta is relying on private vessels to conduct pushbacks to Libya for them. This practice of pushbacks by proxy constitutes a violation of international law. The situation for migrants in Libya continues to be alarming. They face arbitrary detention and abysmal conditions, torture, violence, and arbitrary killings, trafficking, and refoulement. So pushbacks to Libya clearly constitute refoulement. And as the European Court of Human Rights has made clear, as I stated in the outset, non-refoulement obligations also apply at high sea when a state is exercising jurisdiction. Anoushi already mentioned that we consider the coordination of search and rescue missions an exercise of jurisdiction, but an exercise of jurisdiction is even more obvious in these situations where a state doesn't just coordinate, but explicitly instructs a private ship owner to go to a distress situation, pick up the people, and then drop them off in Libya. We therefore argue that Malta cannot evade its human rights obligations by using private actors as proxies. In any case, Malta's practice violates the law of the sea. Given the situation there, Libya can under no circumstances be considered a place of safety, and this is also the position of the UN. I already mentioned that Malta has not ratified the 2004 amendments concerning the notion of place of safety. Now, this doesn't mean that Malta rejects the concept entirely, and this much is already clear from the fact that Malta has declared that itself is not a place of safety because of COVID-19. Malta does apply a narrower reading of this concept. Specifically, it rejects the view that safety from persecution and refoulement is relevant for the definition of a place of safety under the law of the sea. However, Libya does not fulfill the narrow Maltese criteria either. Given the situation of migrants in Libya, neither are their essential needs met, nor are they safe from threats to their life and safety.
Put bluntly, if Malta is not a place of safety because of COVID-19, then Libya certainly isn't either. So ordering private pushbacks to Libya also violates Malta's search and rescue operations. Sorry. Yeah. In conclusion, while the law of the sea does not designate a concrete place of safety, blanket port closures for search and rescue vessels are disproportionate under international health law, and they are incompatible with human rights obligations. Ordering pushbacks by proxy constitutes a violation of search and rescue duties, because Libya is not a place of safety, even in the narrow definition applied by Malta. It also constitutes a violation of human rights obligations, because the risks in Libya such pushbacks constitute refoulement, and these private actions are attributable to the state that instructs private vessel, in this case, Malta. Malta and Italy cannot simply evade their international obligations by seeking to outsource their search and rescue responsibilities. Thank you. Thank you very much. I'm now going to stop the slide share. Thank you very much. Thank you very much, Noura and Anoushe. I want actually already to get Neil into the discussion because the Aditus Foundation is trying to hold the Maltese government accountable for these breaches of law that Noura and Anoushe just described. And I would be very interested to maybe hear a bit about the actions you took during the last weeks, or maybe even before, because it's not the first time that this type of measurements are taken. Hi, good evening. First of all, thank you very much for this invitation. I'm very happy to be here sharing these perspectives with you. And thank you very much for the insightful perspectives on what is happening in Malta. I think the presentation captures the legal points that we've been trying to underline for a number of years now. When I say us, it's a group of human rights NGOs here trying to flag with the government and also with the European Union the responsibility of states vis-a-vis refugees traveling at sea. As you said, Anna, the situation of refugees reaching Malta by sea is not a new situation. Malta has been facing this phenomenon for a number of years now, approximately since around 2002. So it's quite some time. And although the modalities of travel have changed, large boats, small boats, wooden boats, dinghies, although those have changed, I think what we can all agree is that Libya is not a safe place for refugees and migrants. That is something which international human rights organizations, the UN, a long list of organizations have acknowledged, that Libya is not a safe place. We also acknowledge, as mentioned in the presentation, the list of human rights obligations, which combined with search and rescue obligations, international health law, international criminal law, international humanitarian law, so a range of legal obligations make it very clear, underline that the duty of states is very clearly not to send any person back to a state, to a territory where their human rights would be at risk. And the fact on the ground show us that Libya is not a safe place for refugees and migrants. It is very challenging for us on the ground for a number of reasons. I think largely, and maybe this point will emerge in the discussion later, beyond the legal considerations, which I think are quite straightforward because I think there's understanding on what's going on, I think the dynamics which give rise to Malta's and Italy's and many other member states pushing back refugees to unsafe territories is the fact that the sentiment for the past few years has not only allowed but encouraged governments to behave this way vis-a-vis refugees. There is a growing sentiment that the European Union is not a welcoming place for refugees,
and that many member states, especially those member states at the external borders, have a duty to not allow refugees in and grant protection, but to build up walls and make sure refugees do not enter European Union territory. Italy has had an experience of pushbacks. We know Greece and Italy, Greece and Turkey situation. Malta has attempted pushbacks in the past. As you said in your presentation, we have had at least one pushback that we know of happening just after the Easter weekend. A group of migrants, refugees, was returned to Libya. We know this for a fact. The Maltese Prime Minister did not deny the engagement of a private vessel to send back a group of refugees and migrants, amongst whom there were a number of corpses. So the state did not even have the decency of unloading corpses to give a dignified burial, at least identify the people, but they were just bundled onto a fishing boat and sent to a detention center in Libya. At the moment, as we speak, we have another crisis that is going on. You might have seen it in the news. For over 1 month now, there are approximately 300 to 400 migrants that have been rescued. But because Malta is refusing to allow them to disembark over here, Malta has engaged private boats, boats that are usually used for by tourists to go on harbor tours, so small pleasure boats. They are being detained on these boats just outside Malta's territorial waters, so 13 nautical miles away from our coast. They have been there, many of them, for over 1 month. We know that Malta is providing food and basic supplies. However, these persons have absolutely no contact with lawyers, doctors, psychologists, social workers, UNHCR, any other kind of humanitarian support agency. They have not been informed of for how long they're going to remain on these boats. They have not been informed that they are being detained. They have not been informed on what they can do to resolve the situation. They have not been informed if they will eventually be returned to Libya. The Maltese government is using these persons as a political tool against the European Union, against all other member states, as a tool to try to force member states to offer relocation support to the island. From our perspective as a human rights NGO working with refugees and a number of issues, we, on the one hand, fully support Malta's request for solidarity and relocation from other member states. We think that being at the external border of the European Union with Libya as an immediate neighbor does cause severe challenges to the country. We are a very small country. The challenges are considerable. So we do endorse that request for support. However, we don't feel that the lack of support should justify Malta's violation of international human rights law. And our challenge here is, on the one hand, to send out this political message that the European Union needs to be much more proactive with Malta, whilst on the other hand, being stricter with the way we speak about human rights and about law, that no failure by the EU to support Malta can in any way justify the treatment Malta has given to so many migrants out at sea. So that's where we stand today. We are in crisis mode. We have been in crisis mode for weeks now. And we just, we're looking for ways to deal with these issues. As an NGO, we offer legal support. So a lot of the work we do is, together with our political advocacy, is trying to file cases before national or even European courts to try to seek justice for what is going on, either as a preventative tool. In 2013, we were one of the organizations that prevented a pushback to Libya by filing an application before the Human Rights Court in Strasbourg. At the moment, we filed 3 human rights complaints about the people out on the boats. We filed 2 complaints to the United Nations Human Rights Special Procedures and 1 complaint to the European Commission, because there are a number of European Union law provisions that we feel are being blatantly violated, not covertly, but flagrantly before everyone else, before all the eyes of Europe looking and watching. I'd be very happy to continue the discussion and take any questions, of course. Danke schön, Niel. Vielen Dank.
Du hast gerade schon erwähnt, dass ja auch eine Beschwerde gegenüber der Europäischen Kommission verfasst habt. Und da würde ich gerne Erik zu befragen, weil eine Frage, die mir einfach da auch auf den Nägeln brennt, ist, es ist ja jetzt nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass ein Mitgliedstaat der Europäischen Union sich über geltendes internationales Recht hinwegsetzt, um zu verhindern, dass Menschen über das Mittelmeer nach Europa kommen. Und was kann, also welchen Handlungsrahmen hat die Europäische Kommission oder auch, also in deinem Fall vielleicht noch ein bisschen wichtiger, was könnt ihr im Europäischen Parlament machen und welche Maßnahmen könnt ihr da ergreifen, um die Mitgliedstaaten da zur Verantwortung zu ziehen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und den spannenden Input. Das freut mich, dass wir dieses Thema diskutieren können. Auch in so schwierigen Zeiten darf das ja nicht untergehen. Und das ist, glaube ich, schon der erste Punkt, den man sich klar machen muss, dass ohne öffentlichen Druck wir politisch wahrscheinlich nicht besonders viel erreichen können. Es ist so, dass das Parlament in einer, ich würde sagen, sehr schwierigen, wenn nicht sogar etwas skurrilen Lage ist, weil wir als Gesetzgeber eben Gesetze, wurde schon angesprochen, das europäische Asylrecht, das wirklich nicht perfekt ist, aber ja gewissen Rahmen bietet, wenn diese Gesetze einfach von Mitgliedstaaten missachtet werden und die Hüterin der Verträge, also die Kommission, dann da nicht entsprechend aktiv wird. Sie könnte zum Beispiel über Vertragsverletzungsverfahren nachdenken, auch ernsthaft vielleicht auch öffentlich Druck machen, denn öffentlich schlecht dazustehen in der Europäischen Union will eigentlich kein Mitgliedstaat, auch Malta nicht. Da haben wir aber eine Situation, in der wir offenbar eine problematische Situation haben, in der wir eben Gesetze schaffen, Gesetze uns geben, gemeinschaftlich auf der Ebene der Vereinten Nationen, wo viele Staaten unterschreiben, wo wir auf europäischer Ebene uns Gesetze geben, die dann aber in vermeintlichen Notsituationen nicht mehr zählen, obwohl ja genau diese Menschenrechte, genau das Asylrecht eben für Notsituationen gemacht ist. Wenn es einfach nur dem guten Willen sozusagen hängen würde, dass man eben einen guten Willen braucht und dann behandelt man Menschen anständig, dann bräuchte man diese Gesetze quasi nicht. Und ich möchte schon sagen, dass wir in der ganzen Debatte eben auch nicht die Situation in Libyen vergessen dürfen. Man könnte also, und das werden wir in der Diskussion noch, auf die Möglichkeiten des Europäischen Parlaments intensiver eingehen. Ich glaube, dass momentan der Druck über eine öffentliche Diskussion sehr wichtig ist. Besonders in der Corona-Krise gehen solche Themen wie Menschenrechtsverletzungen leider unter. Aber ich glaube, wenn wir uns Libyen angucken, dann haben wir in den vergangenen Monaten da eine absolute Eskalation. Und zwar nicht nur, weil dort eben ein aufständischer General Haftar gegen die libysche, weitgehend international anerkannte Zentralregierung vorgeht und es dort einen Bürgerkrieg gibt, sondern auch, weil dieser Konflikt von verschiedenen Staaten, ich würde es sogar inzwischen als Stellvertreterkrieg bezeichnen, genutzt wird, um geopolitische Interessen durchzusetzen. Da muss man eben aus Sicht der Europäischen Kommission und der Europäischen Union sich auch mal ernsthaft fragen, wie es denn sein kann, dass die Irini-Mission, eine Militärmission, die diese Waffenlieferungen nach Libyen zum Beispiel eindämmen soll, dass diese Militärmission zwar gemacht wird, aber dann Mitgliedstaaten wie Frankreich oder Italien einfach eine andere Konfliktpartei in diesem Krieg unterstützen. Also Griechenland, Frankreich unterstützen General Haftar, andere EU-Staaten unterstützen die libysche Zentralregierung. Und ich finde, wenn man eben als Europäische Union außenpolitisch schon nicht in der Lage ist, in Kriegen auf derselben Seite zu kämpfen, und man sich dann wüst darüber empört, dass Menschen vor diesem Konflikt fliehen, man alles versucht, dass sie wieder in diesen Konflikt, aus dem sie gerade geflohen sind, zurückkommen, statt dann die Rechtsrahmen zu achten und auch ein bisschen Menschenverstand anzuwenden und eben Leute, die ertrinken, nicht einfach ertrinken zu lassen, dann muss man sich eben schon fragen, ob die Leute, die da in Verantwortung sind, eigentlich noch alle Tassen im Schrank haben. Ich sage das so deutlich, weil es ja wirklich schockierend ist, wie die Lage in Libyen in manchen Ausschüssen im Europäischen Parlament diskutiert wird. Alle sagen, das ist so schlimm, das ist so schlimm. Dann sitzt man im Innenausschuss einen Tag später und hört gar nichts mehr zu Libyen, sondern nur, wie schlimm es ist, dass Menschen in Europa ankommen und aus Libyen fliehen. Und diese Differenz, die muss man gedanklich eben schon zusammenbringen, dass Menschen aus Bürgerkriegen eben einfach fliehen müssen. Das ist der Grundsatz, werden sie auch immer weiter tun. Und da ist es keine Antwort, die Leute dann einfach in den Bürgerkrieg zurückzubringen. Also keine Antwort, zumindest die Europäische Werten entspricht.
Ja, danke dir. Jetzt musste ich selber gerade einmal den Kanal finden. Danke dir, Erik. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe Fragen aus dem Publikum bekommen und da würde ich gerne gerne drei schon mal stellen. Die erste geht an euch, Nora und Anouche, da könnt ihr aussuchen, wer das beantwortet. Rainer fragt nämlich, was ist denn mit Staaten der EU, die zufälligerweise keine EU-Außengrenzen haben? Haben die keiner Verantwortung nachzukommen? Ich nehme an, jetzt in Bezug auf die Seenotrettung, auch wenn sie durch Exportüberschüsse im Allgemeinen und Rüstungsexport im Speziellen zum Teil auch zu Fluchtursachen beitragen. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage geht an dich, Neil, ganz direkt von Brigitta Schülke. Die Frage ist, Sie sprechen von 300 bis 400 Flüchtlingen, die in privaten Booten in internationalen Gewässern festgehalten werden. Was sind da Ihre Quellen? Sind Sie in Kontakt mit den Flüchtlingen? Haben Sie Belege dafür, in wessen Auftrag diese privaten Boote eingesetzt werden? Und Brigitta Schülke ist Journalistin bei der Deutschen Welle. Und dann habe ich noch eine Frage an dich, Erik. Von Nadef Gebeljehu, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, vermutlich nicht. Bezüglich der Koordination zwischen Malta und Italien, gibt es eine Agentur oder einen Mechanismus, der die Rettungsmaßnahmen koordiniert oder ist das den individuellen Mitgliedstaaten überlassen, das zu koordinieren? Und dann auch nochmal die Frage, was empfiehlt ihr, das folgende Problem anzugehen, und zwar den Unterschied oder die Lücke zwischen der Praxis und dem geltenden Recht? Ich denke, die zweite Frage davon ist, dann könnt ihr euch alle gerne zu äußern. Shall I start? Okay. Yeah, thank you for the questions. Well, the responsibility of non-border member states, I think that's a very interesting issue. Of course, here, those member states are involved differently in the rescue operations. That is to say, they are usually not involved in the rescue operations. But that doesn't mean, of course, that they don't have any responsibility. So first of all, those human rights obligations and also the commitment to non-refoulement is an obligation that is written into the European treaties, and it also applies to all member states. But what is crucial here is that we see a link between the lack of solidarity within the European Union and the problems at the external border. So one of the reasons, and I think Neil has also pointed to that in his first input, is that the Maltese government and the Italian government rightly have the feeling that they are left alone by the rest of the European Union. So there is no willingness of the other European member states to take responsibility for the ultimate protection of the refugees that are, or potential refugees that are rescued in the Mediterranean. And I think here it would be crucial that the other member states really find a mechanism and can agree upon a mechanism whereby the responsibility to protect is not simply left with the member states at the external border, and where also the responsibility for rescuing migrants at the external border and for finally providing protection and providing residence for those people is no longer linked to one another. I don't know, maybe Nora, you want to add something? Maybe just one sentence. I guess we have to bear in mind that while search and rescue is not a matter of EU law, as soon as a person is within the territorial waters or on the territory of a member state, they're covered by EU asylum law.
And that means the Dublin regulation and the entire framework. So all of these EU member states at the southern borders know that they're going to be stuck with these people, and that they're going to have to process them and house them and feed them and respect their rights. And that is a strong incentive to avoid any contact with them. And this sort of disincentive, if you will, can only be broken by solidarity measures. And I think there we agree, yes. Maybe Nir, you wanna continue? I think it's important to underline the fact that there are emergency scenarios as the one we're facing today and as the one that Malta and Italy have faced on a somewhat regular basis. So there are emergency scenarios which need to be dealt with immediately because you have people stuck out there in very difficult circumstances. They're stuck on boats. It's very rough out there. The weather is terrible. So basic living conditions are extremely challenging. Those are emergency situations. And then you have the longer protracted discussion at the European level on solidarity, relocation, quotas, that political discussion, which obviously feeds into eventually the legal measures that will be adopted by the European Union. What we have consistently said is that when we have emergencies out at sea, it is not the time to have political discussions. Because political discussions take time, definitely. They require negotiations, they require in-depth analysis of a number of situations, and people stuck out at sea simply don't have the time to wait for governments to decide who is going to take 7 and 10 and 5 and 2, etc. I mentioned those numbers because that is the kind of number that is generally thrown about by member states in support of Malta. They're very small numbers of people, which are more of a token than actually support, which, although appreciated, I think we need to understand there's so much more is needed. So yes, I think Malta needs to live up to its international human rights obligations, its EU law obligations. Those are very clear, as has been made clear in the presentation. With the persons who are stuck out at sea at the moment, I think we can say that for now, there's a certain level of comfort that no attempt has been made to send them back to Libya. And I say that publicly because I really wish the government to hear the fact that we don't want them to be returned to Libya. And so we are, in a way, happy that no attempt has been made to send them to Libya. And possibly after the thunderstorm that erupted after we heard of the boat being sent to Libya by the fishing vessel. So on the one hand, there's a certain level of comfort. On the other hand, we are aware that you have a group of people stuck out at sea whose rights are being violated on a daily basis. So every single day spent out there is a violation of international human rights law, of EU law. It's a long list of violations. Yet, it's, to be totally honest, it's a handful of Maltese NGOs on the ground making a lot of noise. It's some international partners who have agreed to support us. Amnesty International, for example, ECRA, for example, are reaching in to support us. But other than that, the large major organizations that we expect to step in to remind the governments what they must be doing, certain values and legal obligations that governments have signed up to, we feel still need to make their voice heard loud enough to bring safety to the people who are stuck out at sea. So this is an appeal out there to the institutions that can bring about change to really do so quickly. To avoid further violations of so many migrants' rights. Erik, genau. Ja, ich kann da sehr gut anschließen. Wir müssen uns auch immer in solchen Diskussionen, glaube ich, nochmal klar machen, das ist in außenpolitischen Diskussionen manchmal schwierig, weil dann Staaten Verantwortung haben und guckt mal, welcher Staat hat welche Verantwortung. Aber Opfer dieser ganzen Situation ist ja nicht aufgrund der geografischen Lage jetzt Malta oder Italien oder Griechenland, sondern Opfer der Situation sind eigentlich Menschen, die schutzsuchend sind, deren Würde anderswo gefährdet ist und wo die Europäische Union
in diesem Fall einzelne Mitgliedstaaten, aber auch die Staatengemeinschaft als solche, nicht in der Lage ist, dieser unwürdigen Situation so zu begegnen, dass das Asylrecht zum Beispiel, das ja genau dafür gemacht ist, Menschen, die im weitesten Sinne irgendwo anders unwürdige Situationen erleben, dann wieder die Chance zu geben, in Würde dann zum Beispiel in der Europäischen Union weiterleben zu können. Das ist eben etwas, wo wir gerade versagen, und die Opfer davon sind eben nicht Malta oder Italien, sondern Geflüchtete, die auf dem Wasser sind, jetzt zum Beispiel vor Malta, die dort ja seit Ewigkeiten festgehalten werden. Das kann man die Quellen auch nochmal raussuchen, man kann auch hinfahren und sich das angucken. Das ist also wirklich sehr ernüchternd, was dort passiert, dass Leute lieber auf einem Ausflugsdampfer über Wochen festgehalten werden, als dass sie endlich an Land kommen. Man muss sagen, dass das auch kein sicherer Ort ist und dass die Rettungsoperation dieser Menschen, die ja in Seenot waren, eben nicht abgeschlossen wird momentan durch Malta, indem sie an einen sicheren Ort auf maltesischem Boden gebracht werden. Ich wurde ja gefragt, wer koordiniert das eigentlich? Gibt es da eine Absprache zwischen Malta und Italien? Wir haben das bei Nora ganz am Anfang auf der Präsentation gesehen, dass die Seegebiete in bestimmte Gebiete eingeteilt sind. Das hat nichts unbedingt mit dem nationalen Gebiet, also es gibt ja auch Territorialgewässer von Malta und Italien und darüber hinaus dann internationale Gewässer, aber in diesen internationalen Gewässern gibt es sogenannte Seenotrettungszonen, wo Malta zum Beispiel eine Seenotrettungszone hat, wo aber auch Italien eine Seenotrettungszone hat, und in diesen Seenotrettungszonen sind dann die Nationalstaaten dafür verantwortlich, die Seenotrettung zu koordinieren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Nationalstaaten das zum Beispiel nicht koordinieren wollen oder können. Dann kann man sich auch an eine andere Seenotrettungsleitstelle wenden. Im Falle von Ostern ist zum Beispiel auch noch aufzuarbeiten, ob die deutsche Seenotrettungsleitstelle in Bremen da nicht hätte etwas mehr machen müssen, an die ich und wir uns da auch gewendet haben bei diesen Seenotrettungsfällen. Aber grundsätzlich ist es eben eine nationalstaatliche Verantwortung, die dann ja eben dazu führen muss, dass dort Leute in Seenot gerettet werden. Ich will noch ganz kurz darlegen, weil wir darauf noch nicht eingegangen sind, aus der politischen Einordnung. Man könnte ja denken, ja, diese Corona-Krise, Covid-19, hat uns wirklich an den Rande des Zusammenbruchs gebracht. Und in Italien gab es sicherlich Tage und Wochen, in denen es nicht leicht war, sich auch noch um die Seenotrettung zu kümmern und in der man dann eben schon abwägen musste, ob es jetzt die Möglichkeit gibt, ja, ein Hospital, also da gab es einfach einen Mangel an medizinischer Versorgung. Aber das darf alles nicht dazu führen, dass man jetzt die Realität verkennt und da so tut, als gäbe es auch politisch irgendeine Rechtfertigung dafür, was dort passiert ist. Es gab Schiffe, die hätten Menschen retten können, die Menschen hätten in Häfen, meinetwegen auf Ausflugsdampfern, auch in Häfen erstmal Quarantäne haben können, wo sie halbwegs in Sicherheit sind und nicht so der Natur ausgesetzt sind, wo man sie besser versorgen kann und wo man auch den Zugriff dann zum Beispiel von Journalistinnen und Journalisten mit der Pressefreiheit hat, um zu sehen, wie ergeht es den Leuten eigentlich, dass es alles nicht passiert. Und diese Situation, dass dort Corona als Vorwand genutzt wurde, um das politische Ziel, nämlich gefährliche, unwürdige europäische Außengrenzen durchzusetzen. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass bei jedem zivilen Seenotrettungsschiff sehr penibel darauf geachtet wird, dass es in Quarantäne kommt. Da wurden wirklich Schiffe lange auch festgehalten, weil sie Quarantänemaßnahmen durchführen sollten, obwohl es überhaupt keinen Anlass dazu gab, schon im März. Bei diesen privaten Schiffen, das Schiff, das zum Beispiel Menschen an Ostern nach Libyen gebracht hat, ja, das war auf einem anderen Kontinent, hat Menschen an Bord genommen, dann sind die Leute dann wieder zurückgefahren nach Malta. Dort wurde gar keine Quarantäne verhängt. Dieses Boot ist einfach nach Malta zurückgefahren. Die Leute konnten machen, was sie wollten. Und das ist natürlich auch sehr offensichtlich so, dass offenbar es nicht darum geht, diese Pandemie einzugrenzen oder besonders große Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt Rettung erschweren oder so, durchzuführen, sondern dass es eben nur darum ging, was ist eigentlich der Zielort dieser Menschen. Und da hat Malta sich ganz klar dafür entschieden, dass sie lieber ist, Menschen kehren in den Bürgerkrieg zurück oder sterben auf See, als dass sie lebend Malta erreichen. Und das ist eine sehr harte politische Entscheidung, für die ja jetzt auch hoffentlich Menschen zur Verantwortung gezogen werden, dass die Leute, die danach kamen, nicht direkt auch nach Libyen zurückgebracht werden, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der maltesische Premierminister vielleicht auch in der Form beraten wurde, dass er diesen großen Fehler,
der ihm vielleicht auch strafrechtliche Konsequenzen einbringen könnte oder zumindest politische Konsequenzen, dass er den nicht wiederholen sollte, weil das natürlich dann auch juristisch schwieriger ist, wenn man noch weniger Gründe hat, als bei einem Event, meinetwegen an Ostern. Wenn er das auf Dauer durchführt, hat er sicherlich noch größere Probleme zu erwarten. Ich hoffe auch, dass er Probleme bekommt dafür, dass er da Menschen hat sterben lassen. Yeah, thank you very much. Thank you very much, everyone. We still have a lot of questions. And I think one slipped a bit through the net. that was the one on the 300 to 400 people on private vessels, Neil. I did answer it in the chat. I didn't see that. Okay, so next questions. there's one question. Just to clarify, I think there was also a question of whether Neil was in contact with these. So I don't want to cut this question off at all. I'm sorry about that. I can jump in if there's time for this. The situation I mentioned on of about 300 to 400 people just outside our territorial waters is not a secret. It's publicly available information. Government announced the rescue. Government announced that they are engaging these private boats to hold them there. Government announced why they're holding them there. So all of us know what's going on. We don't have access to the people on the boat because the people on the boat have been blocked off from any kind of contact with us. No telephones, no internet, no personal contact. We're not allowed to go there. So there, just imagine it's open sea. You have a number of tour boats. These are very large tourist boats packed with migrants. Probably a boat, a ship of the armed forces of Malta, military ships patrolling to make sure nobody makes any attempt to reach the boats. And they're just there waiting. I guess once or twice a day, government supplies them with food, water, supplies, anything else that they need. But first of all, these are not boats that were intended for long-term habitation. As I said, they are tourist boats that we usually use to go on harbor cruises, very short 1-hour cruises around Malta's harbors. So they're in no way equipped, adapted for people living on them. We're not informed of there being any doctors checking on the health of people on board. We don't know, whilst we do know that persons who were visibly vulnerable, for example, family units were disembarked immediately. From what it is possible that there are a number of young persons on board, unaccompanied minors, 12-year-olds, 15-year-olds. We have no idea, because no process has been started to identify such young people and make sure they are protected. So there's a long list of questions that we have, simply because nobody has any access, and we rely exclusively on information being provided by the government. So they are being kept away from us, just outside Malta's territorial waters, so consequently outside EU territory. However, as highlighted in the presentation, they are at Malta's border. They are at an EU border, which means they are entitled to a long list of rights, including the fact that they must be informed of the right to seek asylum. They must be informed of how to do it. They must be given assistance in doing it. There's a long list of rights that they should be entitled to, but they are not, because they are being kept on these boats. We have flagged these concerns to the European Commission, to the entity empowered and mandated to uphold European Union law, and we are waiting for a reply. We are wanting to see what the European Commission will do to tell a member state this is not the way the European Union wants to treat people. Thank you very much. I just wanted to remind the audience that you can also raise your hand to directly ask something to one or two of our panelists. But we still have a lot of written questions, and I will read some more. So there's one from Teresa Violante, directed to Anushe and Nora. A recent case concerns a commercial ship flying under Portuguese flag.
that rescued migrants and returned home to Libya, claiming that they had not heard any official guideline from the Portuguese state and were ordered to do so by the Maltese authorities. Can the Portuguese state also be held responsible in this under the circumstances in this case? That is the first question. And then there's one question from Fabian Endemann. He asks, regarding the measures taken by Italy and Malta, they are justified by reference to COVID. You have said that Malta and Italy have not made use of the clause in Article 15 of the ECHR, the derogation clause. Would you think that it would be better for the human rights of migrants if this clause was triggered, or could this cause a slippery slope? And then there's one German question. One second, I have to change. Dann haben wir noch eine Frage von Andreas Fisch von dem Sozialinstitut Kommende Dortmund. Beeinflusst diese Politik Formen der irregulären Migration? Gibt es eine Idee, wie sich die Situation irregulärer Einreise durch Corona verändert? Ich nehme an, er meint mit dieser Politik die Politik von Malta und Italien, die Häfen zu schließen. Wer mag anfangen? So maybe I can take the two legal questions that you started with. The first one was by Teresa about the Portuguese merchant vessel involved in this situation. This is a situation that we addressed in the first study, where we also asked whether captains or shipmasters were able to refuse the instructions of an MRCC from a different country. And how it works is that international law doesn't actually contain direct obligations on shipmasters usually, but on the states, so on the coastal states, on the flag states. And in this case, the MRCC, or so the Maritime Rescue Coordination Center of Malta, was giving instructions to the ship that is subject to Portuguese seafarer law, which implements all these international obligations. And so the shipmaster has two conflicting instructions from domestic law that implements international law, which is you have to rescue and go to a place of safety. And the other is you have to follow the MRCC's instructions. And in that case, because the obligations to follow the MRCC instructions are meant to serve the purpose of search and rescue, this shipmaster would be able to follow the search and rescue, sort of saving lives part of the domestic law instructions over the obligation to follow the MRCC instructions. So the question is, can Portugal be held responsible in this situation? It kind of depends on this, on the legal makeup. If Portugal, for example, has huge fines on for not following MRCC instructions and doesn't allow shipmasters to prioritize saving lives over this duty, then that would be a violation, in our view, of the law of the CES. The second question was referring to the derogation from human rights obligations. So that's a common mechanism that a lot of human rights treaties have, is that states in emergency situations can suspend certain human rights obligations. And the European Convention contains them in Article 15. And the question was, would it be better if there was such a derogation for the human rights of migrants? And I just went back to the European Convention on Human Rights and I just searched for the term public health. And actually all the rights that you think you might need to limit during times of a pandemic have a limitation clause that mentions public health. So for example, exercise of religion, freedom of assembly, freedom of movement, the rights of families, all those rights have already limitations clauses. And it's I struggle to see why you would need to suspend these rights completely in addition to what you can already do under the present regime. So I don't think that it's a good thing to declare a derogation, but I do think it's much more harmful if states simply stop
implementing their human rights obligations, saying, oh, we have an emergency, so we just can't do it right now, without using the formal mechanism, because this formal mechanism is supposed to control, sort of to be a checking mechanism on what states can do legitimately during an emergency, and it will be reviewed by the Council of Ministers. So if you're going to suspend rights, then you have to declare a situation of emergency under Article 15. And if you don't, you should have all the instruments that you need that are already contained in the convention. Can I come in on that, just as a follow-up on the issue of derogations? Because it's something we obviously looked into when Malta announced the closure of its ports. We wanted to understand if this was a measure being adopted as part of a derogation. It turns out that, as said in the presentation, Malta did not trigger the derogation. Just to underline that even if Malta did trigger the derogation, the international human rights law obligation not to return persons to a territory where their human rights would be at risk is a non-derogable obligation, which means that it applies under any circumstance. There can be no exception to that rule, no matter what situation is present in Malta or in the state triggering the derogations. It remains obliged not to send people to a territory where their lives would be at risk. That's a principle of customary international law, which cannot be derogated from. Also, with regard to the derogations, because it's a very interesting point that was raised by the participant, if a government does trigger a derogation, it does not only apply to the rights of migrants, it applies to the rights of everybody. Now, do we want to be living in a situation where our governments are derogating for their human rights simply because they're uncomfortable with migrants coming in? I don't think people want to go down that road, because we'll be leading towards a situation where our governments become all powerful, which means our human rights, for the sake of a broader political discussion, are subjected to the political might of a state, and we will lack that little protection we have left to challenge state authority. So I would strongly hesitate looking at derogations as a possible solution to dealing with this very difficult situation we're in. Thanks. Erik, vielleicht magst du was zu der Frage sagen, ob diese Politik irreguläre Migration beeinflusst. Ja, das kann ich machen. Also grundsätzlich beeinflusst das natürlich erstmal auch die Situation der Menschen, die irregulär einreisen müssen, weil ihnen keine andere Option gegeben wird. Aber man muss sich in dem ganzen Kontext vielleicht auch nochmal klar machen, wir reden jetzt natürlich über das zentrale Mittelmeer, die Route von Libyen nach Malta und Italien, dass es auch eine Situation gibt, in der im Rahmen der Pandemie jetzt an den Binnengrenzen der Europäischen Union dann Grenzen geschlossen wurden, Rechte für Menschen und Schutzsuchende auch beschnitten wurden. Und das führt natürlich erstmal in der Logik nicht dazu, dass, wenn man sagt, wir schließen Grenzen und Grenzübergänge und setzen Asylverfahren aus, dass jetzt Menschen in Not sagen, okay, dann sind die Grenzen geschlossen, dann bleibe ich in meiner Notlage oder im Wald, sondern eigentlich eher dazu, dass irreguläre Migration in dem Sinne befördert wird, dass die Menschen eben ja keinen offiziellen legalen Zugang zu Asylverfahren bekommen und dadurch eher Chaos als Ordnung angerichtet wird. Das heißt also, dass besonders in einer Pandemie ich strategisch eher dazu raten würde, Grenzen für Schutzsuchende zu öffnen und klar zu sagen, wie die Verfahren laufen. Denn nur so kann man ja eben steuern, wo kommen die Menschen wann an, in welches Verfahren kommen sie, kann sie in Quarantäne stecken, kann sozusagen das alles organisieren. Andernfalls, wenn man das so macht, wie wir jetzt in Griechenland, Kroatien, Malta, Italien, hat man eben eigentlich eine Situation, wo man die Menschen, die man vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen eigentlich mehr kontrollieren will noch als vorher, wo die Menschen eben versuchen, unter dem Radar durch Europa irgendwie durchzukommen und eben noch eine unorganisiertere Situation als vorher. Also wenn man eben irreguläre Migration beeinflussen will, dahingehend, dass man sagt, wir wollen das besser kontrollieren, besser steuern, wir wollen da ordentliche Verfahren machen, die niemanden in Gefahr bringen und auch in Form der Sicherheit bieten, dann muss man eigentlich zu Grenzöffnungen in dem Sinne greifen,
die dann so aussehen würden, dass man eben klar sagt, ihr könnt zu den Grenzübergängen kommen, da werden dann eure Personalien geprüft, eure Verfahren eingeleitet und so weiter. Und ich glaube, dass es sehr schädlich ist und irreguläre Migration eher fördert. Es ist aber auch so, dass wir, wenn wir uns die Zahlen anschauen, immer so ein bisschen diskutieren, als hätten wir eine große Krise, aber die Zahlen sind äußerst gering. Also auch das, was wir auf den griechischen Inseln beobachten, das, was wir auf Malta beobachten, ist eben keine Situation, die besteht, weil so viele Menschen dorthin gekommen sind im Verhältnis zu vergangenen Jahren. Ganz im Gegenteil, viel weniger als in den vergangenen Jahren gekommen. Es ist eher eine Situation, die so existiert, weil man eben sich zunehmend überhaupt einer, sagen wir mal, Asylpolitik, die den Namen verdient, verweigert. Ja. Und das ist vielleicht jetzt, also man könnte da länger drüber reden, aber vielleicht erstmal so viel, damit wir noch mehr Fragenrunden zulassen können. Ja, super. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage, die zielt so ein bisschen darauf an, wer Akteure sein könnten, die diese Blockade lösen können. Also die Frage lautet, leider gibt es keinen Namen, die Frage lautet, gibt es abgesehen von langwierigen Gerichtsverfahren in Einzelfällen verantwortliche Player auf der Welt, in Klammern politische, die willens und in der Lage sind, die genannten Rechte tatsächlich durchzusetzen? Welcher Weg scheint der aussichtsreichste zu sein? Das ist die eine Frage. Und dann eine andere Frage, die ich auch noch sehr interessant war, ist von Lucas Tamayo Ruiz. Es tut mir leid, wahrscheinlich spreche ich es auch falsch aus. Dafür wechsle ich ins Englische. Are other EU countries pressuring Malta and Italy not to open their borders for immigrants? Und vielleicht... Vielleicht fängt Neil mal an mit der Frage, ob andere EU-Staaten Malta und Italien unter Druck setzen. Vielleicht einmal Neil. Und dann könnten vielleicht Erik und Anushi und Nora nochmal auf die zweite Frage eingehen, was andere Akteure sein könnten. Und ob das aussichtsreich ist mit den langwierigen Gerichtsverfahren. Okay. We obviously are not aware that other member states are applying pressure on Malta, Italy or other border states to keep the borders closed, including the ports. I cannot openly say that we know of it. However, I think it is undeniable that the current mood in the European Union, and it's been like this for many, many years now, the current mood is one that is encouraging border states, facilitating, supporting, financing border states and strengthening border controls through different ways. Closing the ports, increasing Frontex operations, increased use of detention and detention centers, increased use of states just outside the EU's border to act as our own buffer zone to prevent people from coming in. So I think if you look at the trends of EU border management in recent years, there has been a very clear movement towards restriction and away from allowing refugees to come in to seek international protection. So although I cannot say if there's a direct pressure being applied, I can say that we have seen statements, we have seen activities which do support these kind of activities, as mentioned. I don't think Malta and Italy's activities are operating in a legal or in a political vacuum. I think it would be naive for us to think, and unfair for us to think, that Italy and Malta are the bad boys of the European Union, because I think we know that many member states have their own challenging policies with regard to border control and access to the territory and access to the procedure, starting from the border states, clearly, but I think also many other member states on the inside, if you want to call it that, on the inside of the European Union, also have very questionable practices, because this is the trend, this is the way I think the European Union is going.
And that is how I opened my presentation to this interesting discussion, is that these are episodes, these are incidents, which are symptoms of a very worrying and very upsetting political climate. And I think it is only if we address the political climate will we be able to deal with the legal issues. Because it's almost futile for us activists on the ground to bring case after case and constantly have to combat state action if the climate, if the support, the whole system is geared towards creating even more of these worrying incidents. Our interest as activists is to create a system which prevents these kind of violations, which does not even consider them as part of a migration management strategy. Whereas, as I said, we are still waiting for the European Union to come down heavily against Malta and tell you, you pushed back migrants and refugees to Libya just after weekend. You are illegally detaining 300 people on 3 or 4 boats outside EU territory. That is not what the European Union is all about. Where is the European Union's voice? And I apologize for my terrible lighting, but it's a bit, I'm having some technical problems at home, sorry. Erik, magst du weitermachen? Genau, also das muss man sich wirklich deutlich machen und nochmal verstärken. Es gibt ganz im Gegenteil keine Verurteilung von anderen Mitgliedstaaten dieser Politik, sondern wenn überhaupt, dann leichte Andeutung, ja, man würde ja auch darauf hinarbeiten, dass Menschenrechte überall in Europa geachtet sind, Gedanken von der Kommission. Es gibt aber auch Mitgliedstaaten wie Deutschland, wo das Bundesinnenministerium mit Unterstützung, also politischer Unterstützung des Bundesaußenministeriums, des Auswärtigen Amtes also, dafür sorgen wollten mit Briefen, dass zum Beispiel Seenotrettungsschiffe nicht weiter rausfahren, dass sie also dann eben, wenn sie draußen sind, wieder zurückfahren oder dass, wenn sie noch im Hafen sind, sie gar nicht erst rausfahren. Da wurde ein Brief vom Bundesinnenministerium geschrieben an Seenotrettungsorganisationen, wo so ungefähr drin stand, Malta und Italien hätten ja jetzt erklärt, dass sie zu viele Probleme mit dieser Pandemie haben und deswegen rettet doch bitte keine Menschen mehr. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass man sich fragen muss, was ist das eigentlich, was die deutsche Regierung dort dann sagt. Ja, also wenn man Rettungsschiffen aufträgt, Menschen in Seenot nicht mehr zu retten, weil man mit der Pandemie gerade zu viele Probleme hat, dann könnte man diese Nachricht ja weitergeben an die Menschen auf den Schlauchbooten und dann müsste die deutsche Bundesregierung ihnen erzählen, also wenn ihr da auf so einem Schlauchboot seid und zu ertrinken droht, dann tut es uns leid, wir können euch nicht retten, weil wenn wir euch retten würden, dann könntet ihr danach vielleicht Probleme bekommen, wegen der Pandemie. Ihr könntet krank werden, ihr könntet vielleicht Schwierigkeiten haben, einen Hafen zu bekommen. Aber man kann ja Leuten nicht erklären, dass sie jetzt sterben müssen, weil sie danach sonst zu viele Probleme haben würden. Also das ist ja eine Logik, die sich also realitätsnah an solchen Problemen widmet, eigentlich nicht ergeben darf. Und wenn man sich dann fragt, okay, also Mitgliedstaaten haben offenbar kein Interesse daran, diese Probleme anzusprechen, Druck zu machen. Es gibt ja auch bilaterale Möglichkeiten, Druck zu machen. Das wird nicht genutzt. Wenn man die Kommission hat, die zwar immer sagt, sie ist besorgt über bestimmte Entwicklungen und sie ist besorgt darüber, was Italien macht, besorgt darüber, was Malta macht, auch besorgt, wenn Leute in Kroatien oder Griechenland schlecht behandelt werden, dass man aber bei der Kommission schon Druck machen muss, das machen wir vom Parlament aus, dass wir sagen, also ihr seid jetzt nicht gewählt, um Kondolenzbriefe zu schreiben und Sachen zu bedauern, sondern ihr sollt eben da für die Einhaltung europäischen Rechts arbeiten und da eure Mechanismen und Instrumente nutzen. Das macht die Kommission bislang nicht. Das ist enttäuschend. Müssen wir weiter Druck machen. Aber grundsätzlich könnte man dann, weil ich nach Akteuren gefragt wurde, sich auch noch überlegen, ja, welche Akteure gibt es eigentlich noch? Das Parlament versucht da Druck zu machen, in der Tat auch fraktionsübergreifend. Das ist jetzt nicht nur die Grünen, sondern gibt es eigentlich eine einigermaßen stabile, große Gruppe von Abgeordneten, die versucht, das immer wieder anzusprechen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch noch Libyen. Also Libyen hat beispielsweise in dieser Pandemie kurz vor Ostern auch erklärt, unsere Häfen sind nicht mehr sicher. Das Gleiche gemacht, was Malta und Italien gemacht hat. Hat sich aber irgendwie niemand drum geschert, dass Libyen das gesagt hat. Man hat gesagt, ja jetzt sozusagen seid mal leise,
dieser Pandemie, wir schicken euch trotzdem jetzt die Leute zurück. Also man hat sozusagen eigentlich aus maltesischer Sicht gesagt, uns trifft die Pandemie besonders hart, wir bringen aber trotzdem Leute anderswohin zurück, wo selbst Libyen sagt, die haben keine sicheren Häfen, was sie vorher nicht gemacht hatten. Also Libyen ist offenbar kein Akteur, der da die entsprechende Kraft besitzt, auch weil das Überleben der Regierung in Libyen, der anerkannten Regierung, von Teilen der Europäischen Union abhängig ist. Sie wird auch, also da kämpft ja auch noch Russland und Ägypten und so weiter alle mit. Aber da kann man nicht erwarten. Also Libyen ist da der nordafrikanische Staat, der wohl am meisten der Politik der Europäischen Union ausgeliefert ist. Und dann kommt man schon schnell zu der Frage, wer kann da eigentlich noch handeln? Und das sind vor allem, und da kann Anoushe vielleicht gleich was zu den Gerichten sagen. Gerichte sind natürlich Akteure, die handeln und verurteilen können. Mir erscheint es aber so unpolitisch, eben zu sagen, also jetzt müssen die Gerichte ran, weil man will ja gestalten mit der Politik und nicht immer darauf warten, dass irgendwann Gerichte feststellen, dass das alles abseits der Gesetze war, was Regierungen dort entschieden haben. Also glaube ich, dass der wesentliche Akteur, den wir momentan nutzen müssen, die Zivilgesellschaft ist, die da Druck machen muss. Denn diese Grundsituation, dass Staaten an den Außengrenzen Druck auf Mitgliedstaaten, die geografisch anders liegen, wie Deutschland, ausüben möchte, und das passiert ja dadurch, indem man Menschen einfach leiden lässt. Leiden, bis der Druck so groß wird, dass irgendwann jemand anders handeln muss. Und dieses Leiden kann man vielleicht nicht komplett verhindern in dieser widerwärtigen Politik, aber man kann natürlich dafür sorgen, dass es mehr Öffentlichkeit hat und dass schneller Handlungsdruck auch bei Staaten wie Deutschland entsteht, damit dieses Leiden eben nicht immer größer werden muss. Und das ist sozusagen ein Mechanismus, wo ich glaube, dass die Zivilgesellschaft momentan eine Verantwortung hat. Eigentlich ist man natürlich nicht verantwortlich dafür. Es gibt klare Zuständigkeiten. Malta muss Leute in der maltesischen Seenotrettungszone aus Seenot retten und so weiter. Aber moralisch ist man eben in Demokratie dann doch in der Verantwortung, zivilgesellschaftlich so zu organisieren, dass man Menschenrechtsverletzungen nicht einfach hinnimmt, insbesondere wenn sie an europäischen Außengrenzen inzwischen so systematisch auftreten und mit Lügen verbunden werden, also an vielen Außengrenzen dann immer wieder auch Lügen dahingehend, dass man sagt, das ist gar nicht so, wie hier berichtet und so, das ist Lügenpresse, die über Griechenland und Malta und etc. berichtet. Also das ist schon sehr, sehr besorgniserregend, so besorgniserregend, dass, glaube ich, jede einzelne Person da eine Verantwortung hat, sich entsprechend der eigenen Möglichkeiten dagegen aufzulehnen. Besonders in Malta kann zivilgesellschaftlicher Druck auch von außen sicherlich gut unterstützt werden. Es ist toll, was Neil und andere dort machen, aber natürlich auch nicht ganz leicht, wenn man die maltesische Zivilgesellschaft da zum Beispiel alleine lässt. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wenn Anoushe und Nurair noch was ergänzen, weil wir haben jetzt tatsächlich noch eine Person, die sich gemeldet hat und ich würde die so gerne noch rannehmen, auch wenn wir nicht mehr viel Zeit haben. Aber vielleicht können wir das einmal probieren. Rainer ist das und Rainer, Sie müssten jetzt einmal Ihr Mikrofon unmuten, damit wir Sie hören können. Also einmal sich freischalten. Funktioniert das? Das funktioniert, super. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen könnten und dann eine kurze Frage stellen könnten. Ja, ich bin Studierender der sozialen Arbeit und befasse mich auch schon eine Weile mit Seenot, Rettung und Fluchtursachen. Und ist es nicht ein bisschen zynisch, immer jetzt so zu gucken, ja, was macht jetzt Malta? Wo sind da die Menschenrechtsverletzungen von Malta, von Italien, natürlich auch von Griechenland? Und aber ich weiß nicht, die EU selber ist ja maßgeblich daran beteiligt, dass nicht nur die EU, also die EU zum einen, zum anderen auch Deutschland als Land, daran beteiligt, dass so viele Menschen Leid erfahren und gerne und fliehen müssen, um ihr Leben zu retten. Und ich finde, es ist nicht ein bisschen zynisch, wenn man dann, ja, okay, die Menschenrechte muss man da einhalten, aber wenn man halt irgendwie Frontex ausbaut, Milliarden ausgibt, um die Festung Europa auszubauen, und ein Eindringen und die Außengrenzen noch weiter verschiebt nach Afrika, in den afrikanischen Kontinent, Zonen einrichtet, wo die Leute in der Wüste dann verhungern. Also es ist ein bisschen zynisch, dass so speziell auf eigentlich größer ist. Also nicht viel größer ist, auch wie das hier so
den Anschein hat. Das wär's schon. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hatte ein bisschen Verbindungsprobleme zwischendurch, hatte ich das Gefühl. Vielleicht könnten wir diese Frage nutzen, dass alle nochmal, wer darauf reagieren möchte, gerne reagiert. Und ansonsten wir noch einmal eine ganz kurze Runde mit Abschlussstatements machen, wenn es noch irgendwas gibt, was euch auf den Nägeln brennt. Und ich würde jetzt einfach mal, so wie ich euch sehe, mit Anushe anfangen und dann an Nora und dann an Neil und dann an Erik geben. Yeah, okay, thank you very much. Yeah, I would like to combine both suggestions, so both respond to the question and give a final remark. I think that's a very important point. So when we're talking about the responsibility of Italy and Malta, it's certainly not to say that other European member states don't have any responsibilities, not only legally speaking, but certainly also politically speaking. And I think, well, of course, all the things that you mentioned, the question of, military engagement, support, and also through weapons and things like that. Of course, all of that is connected, and also the contribution to international conflicts. But I think on the one hand, it's important that we cannot solve all the things at the same time. However, it's important to see that and I fully agree with you on that point, that the European Union and its member states, because it's mainly the member states who act together here, pursue the strategy of externalizing their responsibility. And what Malta and Italy are doing here is, of course, welcomed by a number of other member states, if not explicitly, then at least implicitly, because it helps them to pursue the strategy of externalization of responsibilities. So that's a very important point. And if we ask about actors who could do something about it, I think the most important actor at the moment would be the European Commission, to actually, on the one hand, say something about the practices at the external borders of the EU, even though it also involves the law of the sea, which formally is, of course, not part of the EU law. But nevertheless, international human rights and European human rights obligations apply here, and the European Commission could be much more active politically in talking about that and putting all member states under pressure to finally find a solution, in the name of solidarity, or a solution that really deserves the attribute of solidarity, in order to ensure protection in the European Union. Just briefly, let me follow up on that. I think it's very frustrating that we're focusing on these very limited actors when there's this huge, big picture that's behind it. And one of the frustrating aspects of the law is that there are certain things you can do with the law that go beyond political sort of direct means. You can go to court, you can hold states accountable. But the thing is, the law is limited to very, very specific situations and scenarios that you can capture. So the fact that a state sends weapons to a certain country and then people have to flee the violence there and then they land in other countries and that sort of all is connected, that is true and that is it's practically impossible to capture in legal terms. There are very narrow situations when you can, but the law has gaps and it's hard to see them when you're just focusing on what you know. But if you try to do these big picture approaches, if you want to also tackle climate change with a law, you're gonna see that the law sort of dissolves beneath your hands. So we went for the more concrete issues, but in my view, you're absolutely right to ask the question, sort of, what other responsibilities are there? Why aren't we focusing on this as well? And I mean, the EU is also involved in financing, for example, the Libyan Coast Guard and building up those capacities, training Libyan Coast Guards, and so on and so forth. So that's sort of another aspect how EU responsibility maybe also comes into the picture. We did address that in our first study. I'll be super quick to end it.
I think the study is great because it enforces the idea that there are legal obligations that need to be respected throughout, and it strengthens our work on the ground. But I think we need to find a way to bring all of this down back to basics. Why do governments behave like this? Because they have a perceived political gain to make out of it. Because my neighbor and your neighbor does not want refugees living around them, living with them. So our challenge, I think, as activists, is to try to speak a language that moves away from law, moves away from technical, complex human rights language, and tries to speak to people's hearts, that ultimately we need to go back to basics about our values and our principles. What is the world that we want to be living in? And how can we create that world without excluding anybody from it? Ja, da kann ich sehr gut anschließen. Ich glaube, dass es am Ende eben eine Frage ist, die man super komplex diskutieren kann. Und es ist richtig, dass wir das auf juristischer, auf politischer Ebene im Detail alles durchdiskutieren. Aber am Ende ist es auch wichtig, dass wir sagen, so kompliziert ist es auch nicht. Es ist nicht kompliziert zu entscheiden, ob man jemanden in Seenot retten sollte und ihn an einen sicheren Ort bringt oder nicht. Das ist sehr einfach zu entscheiden. Und man macht sich als Europäische Union sehr klein, wenn man so wie momentan versucht, immer alles sehr komplex zu gestalten, in komplexe Debatten einzubinden, statt einfach zu sagen, dass man die eigenen Möglichkeiten, die jeder europäische Staat hat, aber die Staatengemeinschaft wäre zusammen ja noch viel stärker und hätte mehr Möglichkeiten, dass man diese Möglichkeiten einfach nutzt und mal wieder stolz darauf ist, dass man Leuten in Not helfen kann und nicht einfach sich dafür schämen muss. Das ist nicht so, da haben wir eine Schieflage in der Debatte und ich glaube, dass wir alle gemeinsam diese Schieflage in den kommenden Monaten, Wochen, Jahren kämpfen müssen, dass wir gucken müssen, wie schaffen wir es denn, da wieder europäische Werte in den Vordergrund zu stellen und nicht diese Politik, für die man sich am Ende eigentlich schämen muss als Europäer. Vielen herzlichen Dank an euch alle. Vielen Dank für diese wirklich interessante Diskussion, für sehr viele verschiedene Aspekte, die wir heute besprochen haben, wie ich finde. Wir als Böll-Stiftung, als Heinrich-Böll-Stiftung werden natürlich weiter an dem Thema arbeiten. Für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie finden die beiden Studien auf unserer Website.